Es geht, es ist 3 Uhr morgens und für mich geht es heute nach Paris und ich muss mich echt beeilen, weil ich habe nur noch 10 Minuten wieder und das ist auch mein erstes YouTube-Video darum. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich hoffe, euch gefällt's. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall raus mit meinem Bruder. Ja, und wir gehen jetzt zum Auto, halt zum Flughafen. Boah, ich bin echt aufgeregt, muss ich sagen, und so. Oh, einfach ich allein in Paris, das ist, ich habe richtig Angst davor irgendwie, aber ich freue mich richtig, boah. Ey, ich muss sagen, ich bin auch nochmal lost hier, ne, also ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Check-in oder so. Ich habe keine Ahnung, wow, ich so komisch allein alles jetzt, ne. Ja, ich glaube, mein Bruder, wir trennen sich jetzt unsere Wege, boah. Mann. Ey, es fühlt sich so komisch an, weil eigentlich wir fliegen immer zusammen, wir machen Urlaub zusammen, Familie und so und jetzt einfach alleine. Oh, eigentlich. Ey, ich kann es nicht glauben, ey. Es geht jetzt zum Flugzeug, wir fliegen jetzt von Bremen nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Paris. Oh mein Gott, yo. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht ein bisschen Angst, alleine zu fliegen und sowas. Das ist schon sehr, 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 sehr anders für mich, bin ich ehrlich. Aber jeder wird mal erwachsen, ne? Ich bin jetzt auf jeden Fall angekommen in Frankfurt. Der Flug war in Ordnung, ich bin richtig müde. Hab Kopfschmerzen. Ja, dann hole ich mir gleich ein Wasser oder so. Und ich bin richtig lost, ich suche gerade die ganze Terminal One. Ja. Finden wir schon. Boah, ich bin einfach in Frankfurt, alle. Schreibt mal rein, ob ihr aus Frankfurt kommt. Und ja, wir suchen jetzt diesen Monkey-Typen und machen Tinder auf seine Art. Ey, ich habe für diesen Snickers und für dieses Wasser 7 Euro bezahlt. Ja, das ist geil, das ist krank. Der kommt gerade sehr, sehr stark. Jetzt geht's zum Flugzeug. Ich fliege jetzt halt von Frankfurt nach Paris. Und ja, ich bin da, ich wiederhole, ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Okay, ich bin gespannt. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich bin Franzose. Je m'appelle Antoine Griezmann. Giuliano de Baguette und Baguette de Baguette. Ich bin euch ehrlich, ich bin dick überfordert. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich verstehe nichts. Mein Englisch ist krüppelig. Ich habe ein Problem. Aber egal, wir kriegen das hin. Ey, wisst ihr, was richtig hart ist? Dass ich gerade für eine Uber 52 Euro gezahlt habe. Aua! So, ich glaube, ich habe auch gar nicht erklärt, warum ich hier bin. Also, ich bin in Paris, weil ich von verschiedenen Agenturen hier angefragt wurde und weil die mich halt kennenlernen wollen und ich mich auch vorstellen möchte bei denen. Und genau deshalb bin ich hier. Ich glaube, ich habe insgesamt 3 oder 4 Agenturen, bei denen ich mich vorstelle. Und ja, ich hoffe, das wird gut. Und diese 50 Euro Uber tut schon weh. Oh! Okay, ich bin jetzt bei der ersten Agentur angekommen und um 12 Uhr ist mein Termin, da müssen wir rein. Ich muss mich noch umziehen, weil ich kann nicht so reingehen. Und ja. Ich bin euch ehrlich, ich bin dick angespannt, aber egal. Wir packen das. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich muss mich hier auf den Treppen umziehen, weil ich will nicht mit einem Jogginganzug bei einer Agentur reingehen. Nein. Zack. Ich bin jetzt im Wartezimmer. Boah. Ey, wir kriegen das hin. Ich bin gespannt. Ich gebe euch eine Rückmeldung danach. Ey, ich sag euch so, das Gespräch lief richtig gut. Die meinten, die sind sehr interessiert an mir. Und ja, ich muss mich jetzt beeilen. Guck mal, wie schön das aussieht mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Boah, ich bin richtig unter Druck. Wow. Mein Englisch ist so Katastrophe, ne? Ich bin so unter Druck, dass ich kein Englisch sprechen kann. Ich sag, ja, maybe not. Ich rede wie Ronaldo in seiner Anfangszeit. Maybe yes, maybe not. Aber auf jeden Fall gehe ich jetzt zur nächsten Agentur. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss mit Zug und Bahn fahren. Und ja. Ey, es sieht hier so wunderschön aus, ne? Ich würde so gerne eigentlich zum Eiffelturm gehen, ne? Aber ich habe keine Zeit, ich muss direkt zur nächsten Agentur. Oh. Ey, ich kann nicht mehr, ich laufe gerade die ganze Zeit von Agentur zu Agentur, weil ich keinen Bock habe, eine Uber zu zahlen für 50 Euro. Ich schwitze, ich stinke alles, ne? Aber ich meine es ernst, Paris ist wunderschön. Die Leute sehen hier so schön aus, die Frauen sind so schön gekleidet. Alles ist so richtig wow und so wow. Der Verkehr ist bodenlos, sag ich. Ne? Also ich meine ernst. Dieser Verkehr hier ist krank schlimm. Die fahren hier, wie die wollen, die fliegen sogar, wenn die wollen und so. Also schlimm, aber an sich wunderschön. Irgendwann seht ihr mich auf so einem Plakat. So Gott will.
oder auf Säumen, aber ich kann sowas nicht. Aber trotzdem, ich lerne das. Ich bin um mein Leben gesprintet. Ich habe, glaube ich, 4 Kilometer in 10 Minuten gemacht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier die Agentur. Und ich geb euch eine Rückmeldung danach. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie es wird. Ey, was ist das für ein kranker Fahrstuhl? Ich bin auf jeden Fall richtig dankbar dafür, dass ich überhaupt so eine Erfahrung haben darf. Am Ende Fahrstuhl beim Stecken. Ich hab ein bisschen Angst dran, ne? Ich fahre nie wieder mit dem Fahrstuhl. Bitte lass mich raus. Auf jeden Fall, ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt hier in Paris sein darf. Dass ich überhaupt so eine Erfahrung hier sammeln kann. Okay, ich habe Angst. Ey, es passieren hier verrückte Dinge. Beide wollen mich haben, also die Agentur will mich auch gerne haben. Also wow. Also es passieren Dinge, die hätte ich niemals erwartet. Wir gehen jetzt mal ein Baguette essen jetzt hier. Ein Baguette. Diese ganzen Straßen sehen so wunderschön aus, ne? Wow. Ich will auf jeden Fall ein Croissant hier essen oder so. Ein Baguette oder ein Croissant, auf das hätte ich noch richtig Bock, bin ich ehrlich. Aber ob ich es zeitlich schaffe, weil ich habe meinen Flug um 18:30 Uhr, das heißt, es könnte ein bisschen knapp werden. Aber ja, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich hier sein darf. Und ja, was ich ein YouTube-Video gerade mache, ist auch krass. Ich hoffe, es wird gut. Okay, wir sind jetzt bei der dritten Agentur angekommen und ich gebe euch eine Rückmeldung danach. Ich bin sehr gespannt. Die ersten beiden Agenturen waren super darum. Gehe ich da mit Selbstbewusstsein rein? Merkt euch das immer mit Selbstbewusstsein. Ihr seid die Besten, ihr seid Tiere, ihr seid Niere. Ey, guckt euch mal an, wie schön das hier aussieht, ne? Boah. Wir müssen jetzt da reingehen auf jeden Fall. Hier müssen wir rein. Und wir gehen da natürlich mit Selbstbewusstsein rein. Merkt euch das mit Selbstbewusstsein. Kommt für den wiesen Tiere, merkt euch das. Ich kann nicht mehr, ich bin gerade die Treppen hochgegangen. Und auch sowas weg. Oh. Das bin ich bald. Das hier auch. Ich bin schon so kaputt, ne? Ich meine, ich bin so müde. Boah, ich habe so Hunger. Ich will richtig gerne so ein Croissant. Ich bin durch. Die dritte Agentur war super perfekt, hat alles funktioniert. Und jetzt gehe ich zur vierten und letzten Agentur. Und danach geht es auch wieder zurück nach Bremen für mich. Ich bin wirklich zufrieden bis jetzt. Alles hat perfekt geklappt und ja, geisteskrank. Ich hätte niemals gedacht, das ist sowas. Wow, ich bin richtig glücklich. Also die meinten, ich gefalle denen und die würden gerne mit mir arbeiten. Was denn? Wir sind jetzt bei der letzten Agentur angekommen. Danach geht es wieder nach Bremen, aber wir rocken jetzt noch. Wir gehen da rein und rocken das. Ich bin selbstbewusst jetzt. Und mal gucken, was die sagen. Ich gebe euch eine Rückmeldung. Und wir müssen noch ein Croissant essen. Ey, es sieht hier so krass aus, ne? Ich freue mich richtig, ehrlich. Paris ist wunderschön. Und wenn alles gut geht, also ich will jetzt noch nichts leaken, aber bin ich bald wieder hier. Ja. Konzentration. Pokerface. Psch, Modelblick. Los geht's. Ey, guckt euch mal bitte diesen Ausblick an. Boah, also ich war jetzt bei der vierten Agentur. Guckt mal bitte diesen Ausblick an. Boah, mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Es war richtig gut. Ich hoffe, ich kriege eine positive Rückmeldung. Es war toll, es war super. Und ja, jetzt gehen wir auch langsam schon zurück zum Flughafen. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwo ein Baguette oder so. Boah, ich sage euch das hier. Und das hier kommt jetzt sehr gefährlich. Ich habe heute einfach noch nichts gegessen. Wir sind auf jeden Fall in Frankfurt und gleich fliegen wir dann von Frankfurt nach Bremen. Und yes. Ey, wisst ihr, was gar nicht schmeckt, dass dieses Brot hier 8 Euro gekostet hat? 8 Euro. Schmeckt nicht. Es ist 1 Uhr morgens, ich bin jetzt zu Hause angekommen und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich heute so viel erleben durfte. Ich wurde tatsächlich unter Vertrag genommen jetzt bei IMG Models, bei der größten, einer der größten Model-Agenturen auf der ganzen Welt. Geisteskrank. Ich meine es ernst, ich wurde von allen 4 Agenturen, wo ich war, wurde ich angenommen. Jede Agentur wollte mich haben und das ist wirklich ein Traum von mir und ich werde so viel jetzt erleben, so Gott will, und ich danke euch für alles. Ich danke für jeden, der bis zum Ende hier geguckt hat. Das ist mein erstes YouTube-Video. Es werden auf jeden Fall welche jetzt kommen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Liked und abonniert gerne. Boah, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, sowas zu sagen. Liked und abonniert gerne den Channel und ich habe euch alle ganz so lieb und Dankeschön für ihn, der bis hierhin geguckt hat. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, kommentiert Mozzarella. Ich hab euch lieb.